Moin Moin, werte Zuschauer, herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Dying Light. Hier ist natürlich wieder euer Ace Deluxe und es sind jetzt 3-4 Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Denn es kam ja diesen Dienstag GTA 5 raus und ich habe das mal schon mal ein bisschen reingeschnuppert, ein paar Missionen gemacht, mir das Spiel mal angeschaut und das werde ich dann auch let's playen. Einmal werde ich GTA Online let's playen, Multiplayer, und dann werde ich nochmal... Oh, das quatsche gerade. Moment. Doch Sarah. Sarah ist tot. Ja, das wissen wir leider schon. Lichtblick ist, dass er vor seiner Entführung wohl Jade die Daten hat übergeben können. Es gibt also noch einen Funken Hoffnung, dass ein Heilmittel gefunden werden kann. Das hoffen wir. Dann müssen wir gleich mal mit Jade reden. Ich wollte nur noch sagen, dass ich halt 2 verschiedene Parts mache von GTA. Einmal den Online-Part und einmal den Story-Part. Und da wird halt in den nächsten Tagen auch eine Menge kommen. Also freut euch schon mal drauf, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal reinschauen. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu Dying Light. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Heilige Scheiße. Krämpfe? Hat er sich etwa übernommen? So, ups, da bin ich aus Versehen auf die falsche Taste geraten. So, jetzt hat er sich erholt. Wir waren ja bei der letzten Aufnahme da drin. Haben uns freigekämpft aus der Grube. Glücklicherweise bin ich da nicht einmal gestorben. Das hat mich ja auch echt verwundert. Aber nun können wir endlich... Oh. Scheiße, jetzt habe ich die Waffe weggeschmissen, oder? Ist aber egal, das waren noch diese schlechten Waffen aus der Arena. Die holen wir uns wieder. Ich habe jetzt gerade übrigens einen Wurfstern verschmissen. Macht nichts, brauchen wir nicht. Wieso ist er auch so langsam? Wieso kann er nicht laufen? Wegen der Krankheit vielleicht? Ich verbrenne! Oh ja, das könnte gut sein. Das gefällt mir gar nicht. Na komm. Oh, jetzt sehe ich auch gerade gar nicht so richtig, wo ich hier laufe. Oh. Und da wir so langsam sind, könnten wir natürlich auch ein leichtes Ziel für die Zombies sein. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Oh Scheiße, er schleicht und hinter uns ist ein Zombie. Oh. Aktivieren wir mal ein Ablenkungsmanöver. Scheiße! Nein, nicht jetzt! Mein Kopf! Oh, knapp. Los, los, los! Beweg deinen Arsch! Oh, da kommen die ersten Zombies. Fuck. Man sieht der. Jetzt sieht man sie wieder. Oh. Und sie beißt mich schon an. Nein. Das gibt's doch nicht. Nein. Bewegt er sich nicht. Mann. Sarah ist tot. Ja, das wissen wir doch. Oh. Was kommt nun? Sind wir abgeklappt? Sieht ganz danach aus. Nur wo sind wir? Wo bin ich? Ich musste dich am Pier verstecken. Rays Männer suchen nach dir. Die Bastarde sind auf dem Kriegspfad. Was ist passiert? Scheiße. Ich muss mit Jade sprechen. Sarah hat ihr seine Unterlagen gegeben. Sie brachte sie zu Kenton. Wollte sie wenigstens. Laut Kenton haben Rays Männer sein Labor gefunden. Also hat er Beißer reingelassen und sich in der Mitte verschanzt. Jetzt sitzt er fest. Dann brach die Verbindung ab. Wir können ihn nicht mehr erreichen. Ich gehe ihr nach. Wie kommt sie rein? Der Stadtteil ist abgeriegelt. Es gibt eine Gruppe von Schleusern. Sie nennen sich die Retter. Du findest sie im Kessel, in Nikos Bar. Sie ist in der Nähe des Highways. Der Kontaktmann heißt Chase. Hast du genug Kuriere für die GRE-Pakete? Die Abwürfe haben vor 36 Stunden aufgehört. Endgültig. Uns läuft die Zeit davon, Crane. Fuck. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da was tun kann, aber ich werde es versuchen. Weißt du, die meisten würden sich in so einer Situation verkriechen. Respekt, Crane. Und viel Glück. Gut. Am Pier sind wir. Hier deine Ausrüstung. Mit besten Grüßen von Karim.
Danke ihm von mir. Ja, ein Glück. Ein Glück. Gut, dann können wir erstmal den ganzen alten anderen Scheiß erstmal hier destroyen. Das ist ja alles ja lächerlich hier. Ich freue mich am meisten auf meinen Wurfhaken. Auf meinen Haken. Okay, so. Bla bla bla, UV-Lampe. Womit fangen wir an? Oh, wir müssen alles jetzt aufnehmen. Das dauert ja wieder. Das wird ja ein bisschen dauern. Na gut. Alles. Und das Blöde ist immer, wenn man was genommen hat, aus dem Lager zum Beispiel, scrollt er automatisch immer nach ganz oben. Das finde ich sehr uncool. So. Fackeln. Fackeln nehmen wir mit. Ach. Man kann einfach mit Cursor hoch und runter, kann man dann sofort wieder an die Position zurückspringen. Das ist natürlich cool. So, Schild wollen wir nicht. Wir wollen den Wurfhaken. Dann Sates Fackeln können wir eigentlich auch mitnehmen. Und dann die ganzen Sachen hier. Davon haben wir eine Menge gesammelt. Stromkabel. Oh Mann. Brauche ich bestimmt jetzt hier 5 Minuten oder so. 62 mal Mull, da kann ich ja extrem viel Verbände noch herstellen. Oh, 184 Dietriche. Ich glaube, da werde ich kaum noch welche brauchen, aber wir nehmen sie mal mit. Wir können ja, wir sind ja ein Superheld, wir können natürlich eine Menge tragen. Und da habe ich lieber alles dann dabei, besonders die Medikits. Und die 99, die werden erstmal reichen. Oder? Metallteile, 660 Mal. Wahnsinn. Der muss Muskeln haben, nur das ist ja unnatürlich. Na? Jetzt macht er wieder weiter. Eben hat er ganz kurz gelackt. Ich lade auch noch nebenbei noch ein anderes Spiel runter. Das sollte aber mich nicht beeinträchtigen. Achso, ich war schon ganz unten am Ende. Deswegen hat er nicht da weiter mehr reagiert. Die Nägel nehmen wir auch mit. Küchenkram. 18 mal Küchenkram. Kann man ja. Und den Alkohol. 110 mal. Da kann ich ja für die ganze Taran eine richtig fette Party organisieren. Das ist ja eigentlich mal auch die Idee. Alle Leute zusammenholen, eine fette Party machen. Und dann vertragen sie sich alle wieder. Das wäre doch mal eine coole Aktion. Und es geht weiter. Hoffentlich passiert das nicht nochmal in der Story. Aber das werden wir ja dann sehen. Grobian, 18 mal König. Wurfhaken haben wir schon. So, Mollys, ach komm, den nehmen wir auch mit. Wer weiß, was wir da noch alles brauchen. Tempo nehmen wir auch mit. So, und jetzt brauchen wir erstmal Waffen. Ja, da waren ja viele in Benutzung. Mal schauen, ob ich die jetzt so auf Anhieb gleich wiederfinde. Das Ding. Das hatte ich. Achso, da war die Schrotflinte, die Pistole. Die hatte ich. Das Ding hatte ich auch. Das war meine schlechteste Waffe eigentlich, die ich eigentlich verbrauchen wollte, die nehme ich trotzdem nochmal mit. Oder, ach was soll's. Das Ding nehmen wir mit und zerlegen es. Und holen uns ein paar andere geile Waffen. Haben wir ja. Wir haben ja mehr als genug. So, das Ding hatte ich modifiziert. Das grüne Stück. Das hatte ich aber auch nochmal in der zweiten Version. Nur das Ding ist auch von komplett gemoddet. Dann nehmen wir das mit. Und jetzt nehmen wir noch eins von diesen richtig geilen erstklassigen Katanas, die ich von einem netten, freundlichen Spieler bekommen habe. Und das müsste eigentlich jetzt auch reichen. So. Das haben wir jetzt gerade nicht ausgewählt. 900. Das hat jetzt nur knapp 600 Schaden, also was machen wir es gerade? Das habe ich jetzt weggelegt. Das hab ich nur runtergelegt. Und nicht,
und nicht zerlegt. Also nehmen wir es wieder und zerlegen es. Und das war jetzt mit Y, war das nicht mit X. So, okay, also. Das Beil kommt auf die Position. Die stärkste Waffe kommt hier hin. 900. Oder ich mache das so. Dann habe ich dann immer so einen Wechsel. Jetzt schaue ich mal nach. Erstmal natürlich am allerwichtigsten der Wurfhaken. UV-Lampe brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Die kann wieder rüber. Die Wurfmesser brauche ich eigentlich auch nicht. Ich nehme mit Fackeln habe ich ja. Also die Fackeln kann ich ja nicht behalten. Ich nehme dann die Cocktails und vielleicht das Aufputschmittel, falls ich schnell sprinten muss. Den Rest kann ich ja nicht jetzt wieder in meinem schönen Käfferchen verstauen. Also die, alle weg. Und was wollte ich jetzt noch ablegen? Ach, die UV-Lampe. Die UV-Lampe. Ja, die war am Anfang quasi immer ganz witzig, aber... Na? Hä? Wieso packt er sie nicht weg? Egal. Egal. Dann lassen wir sie halt drin. Wir haben ja genügend Slots. Wir haben ja noch 11 weitere Plätze frei für Waffen und Co. Haben dann halt unsere Mittelchen. Ja. Gut, nicht länger aufhalten damit. Endlich kann es weitergehen. Machen Sie die Gruppe ausfindig, die Sie nach Sekte 0 bringen kann. Okay. Dann schauen wir mal auf die Karte. Okay. Gut. Achso. Quest, ich wollte mal gucken. Aha, ich habe jetzt also keine tollen Nebenmissionen mehr. Also machen wir die Hauptmission weiter. Und wird denn da gerade gebrüllt? Egal. Aber ich war mal vorher einen Steg rüber. Was? Ah! Alles klar. Wow. Alles klar. Die Sicherheitszone wurde ein wenig kleiner. Deswegen auch die Schreie. Aber, na. Habe ich wieder die Fackeln am Start. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich will den Wurfhaken. Weil damit können wir uns natürlich um einige Standards fortbewegen. Ah. Der Kamerad mit seiner lustigen Flasche. Und schnell weg. Das Ding geht gleich hoch. Und das ist übrigens auch so ein Boomer. Da hauen wir auch mal lieber ab. Die platzen nämlich sehr gerne. Okay. Endlich wieder den Wurfhaken. Gescheite Schwerter. Schleite sie einfach an. Dort gibt's ja nicht. Crane, eine Sache noch. Erinnerst du dich an die junge Frau aus Sektor 0? Troy! Wir hatten Kontakt, als ich den Funkverkehr wiederhergestellt hatte. Sobald du dort angekommen bist. Aha. Eine gute Idee. Danke dir, Bracken. Sei vorsichtig. Ja, darauf wären wir natürlich selbst nicht gekommen. Dass wir die Frau da kontaktieren. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Okay. Na. Und er ist kaputt. Also müssen wir uns das mit ein paar Schleusern einlassen, die uns dann hoffentlich auch helfen werden. Und noch ein bisschen Elektroschaden, was natürlich nicht weiter schlimm ist. Ja, und jetzt übrigens, ich gucke kurz auf die Karte, jetzt werden wir auch gleich den zweiten Teil der Karte dann freigeschaltet bekommen. Da weiß ich noch gar nicht, ist es hier oben, nordöstlich, nordwestlich, ist es südlich. Wo genau, das weiß ich noch nicht. Da habe ich mir auch von meinen Leuten, die schon ein bisschen weiter sind oder schon durch sind, gebeten, nicht zu spoilern. Das möchte ich alles gerne selbst rausfinden. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen kleinen Kontakt mit Zombies gehabt. Aber
das ist ja nicht so schlimm. Und wir sind schon da. Ich nehme mal... Geh weg. Ui. Der ist aber schon geflogen. Und der eine Typ läuft jetzt bestimmt hier rum. Oh. Sauberer Schritt, würde ich mal sagen. Hab auch schon wieder aus Versehen die Waffe gewechselt. Arm und Kopf. Na gut. Halten wir uns damit nicht weiter auf. Wir müssen ein Stück runter. Hier runter. Benutzen. Und los geht der Spaß. Was willst du? Ich suche nach den Rettern. Keine Ahnung, wen du meinst. Ich bin einer von Brackens Leuten, vom Turm. Mir egal, wo du herkommst. Verpiss dich oder du lernst meine weniger höfliche Seite kennen. Ey, ich weiß, ihr schleust Leute aus den Slums. Eine junge Frau kam hier durch. Jade. Du solltest besser einen Abgang machen. Nein, hör zu. Ich habe Rais verstümmelt und werde von seinen Leuten gejagt. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Du? Du bist der Typ, der Rais Hand abgehackt hat? Genau. Genau. Und jetzt muss ich zum Sektor 0. Wie heißt du? Crane. Crane, glaub ja nicht, nach Sektor 0 zu flüchten, wird dir helfen, von Rais Radar zu verschwinden. Aber warte hier. Ein sehr freundlicher Zeitgenosse. Und jetzt? Soll ich jetzt mal kacken gehen, oder was? Nee, setz mich mal hier hin. Ganz entspannt. Ich hab hier so einen Typen, der behauptet, er hätte Rais verstümmelt. Crane? Ja, das hat er gesagt. Wirklich? Bist du sicher? Hm. Okay. Gut. Komm her. Okay, wir bringen dich rüber. Wann? Jetzt. Was wollt ihr dafür? Was du mit Rais gemacht hast, ist Bezahlung genug. Geh zum eingestürzten Tunnel, dem früheren Zugang zur Altstadt. Klopf an der Tür zu den Abwasserkanälen. Jemand wird dich in Empfang nehmen. Verstanden. Danke. Nein, Mann. Danke dir. Jetzt ist er sympathisch geworden. Jetzt, wo er weiß, dass ich echt bin. Oder dass ich der richtige Crane bin. Hat er sich beruhigt. Okay. Und wir schauen auf die Karte. Aha. Okay. Also, es geht in den Süden. Habe ich mir schon fast gedacht. Weil im Süden war ja auch der Turm vor Dreis. Das größte Gebäude. Der da. Jo, das ist toll. Konnte ich mir eins und eins zusammenreimen. Dass das so dann so wahrscheinlich dann funktionieren wird. Ein Seil. Kann ich nicht gebrauchen. Denn ich habe einen Superhaken. Oh, da sind noch ein paar Pflänzchen. Da kann man auch so richtig schöne Mittelchen mal raus basteln. Die nehmen wir mal mit. Haben wir alle. Da ist noch eine. Und weiter geht's. Endlich kann er wieder sprinten. Komisch. Vor ein paar Minuten hat er noch Anfälle. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Naja, gut. Achso, und E. Das fand ich auch ganz cool. Dieses Boxen. Oh, haben sie mich schon wieder gedisst. Naja. Nicht so schlimm. Ich habe genügend Holzpacks. Kommen wir eigentlich... Kommen wir eigentlich durch den Tunnel? Ich glaube, der war zu. Oder? Ja, probieren es einfach mal, oder? Ja, wir probieren es. Oh, das Säure. Da bin ich natürlich gerade super aufgepasst. Ja, stimmt. Ich glaube, hier hatten wir das Ding ja in die Luft gejagt. Bei der einen Nebenmission und so. Hm. Oh, das ist gestolpert. Das tut mir irgendwie leid. Oder auch nicht. Muss ich eigentlich... Ich muss nach oben. Ich denke mal, ich muss nach oben. Ich meine, von oben kommen wir uns... Haben wir eh eine bessere Übersicht? Ja, da sind wir richtig. Finden Sie den Retter. Treffen Sie sich im Tunnel mit den Rettern. Na, wo sind sie denn? Aha. In die Kanalisation, da stinkst du immer so. Ich habe Zink getroffen. Zuerst wollte er nicht reden. Doch als ich erzählte, was ich mit Rais gemacht hatte, waren die Retter bereit, mir zu helfen.
Sie bringen mich in Sektor 0. Endlich.